Für Mustafas Gemüsekebab stehen die Leute schon mal 45 Minuten lang an. Der Kreuzberger Imbiss ist nicht nur bekannt für seinen vegetarischen Döner. Im Netz erlangte er Kultstatus durch einen nicht ganz ernst gemeinten Werbespot. Das Beste aus der Natur, das Beste für den Döner. Mustafas Gemüsekebab. Davor stehe ich mit meinem Namen. Viele fanden den Clip so gut, dass sie ihn auf Facebook oder Twitter teilten. So sahen ihn noch mehr Menschen. Die Werbeagentur Dojo hatte ihren ersten viralen Hit gelandet. Dafür braucht es kein großes Budget, meint Joachim Bosse, sondern einfach nur eine zündende Idee. Viralität ist ja eigentlich nichts anderes außer digitalisierte Mundpropaganda. Und was ist das Geheimnis von Mundpropaganda? Also wenn der Nachrichtenwert hoch genug ist, gut genug ist, wenn es so ist, dass du sagst, oh mein Gott, was ist da los? Das will ich jetzt unbedingt meinem guten Freund zeigen, dann das ist Viralität. Klassische Werbung findet im Internet wenig Beachtung. Bei viralen Videos aber schauen die Leute hin. Noch besser, sie erzählen ihren Freunden davon. Markus Hündgen ist Initiator des Deutschen Webvideopreises. Er beobachtet schon lange, wie die Werbebranche versucht, bei der YouTube-Generation anzukommen. Es klappt in den seltensten Fällen. Also von 1000 viral angedachten Videos würde ich jetzt mal mich ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass da vielleicht 5 oder 10 wirklich tatsächlich viral werden. Denn das gibt der Name viral ja schon her. Das ist etwas, was manchmal sehr ungeplant entsteht und dann auch ungeplant sich verbreitet, wie es halt ein Virus dann auch tut. Viele Unternehmen versuchen allerdings kräftig, dem Virus auf die Sprünge zu helfen. Spezialagenturen streuen die Videos dort, wo viele Menschen sie sehen. Für eine prominente Platzierung bei YouTube, in den sozialen Netzwerken oder auf Blogs bezahlen die Werber viel Geld. Teilweise deutlich mehr als für die Produktion der Videos. Ein echtes virales Video aber braucht einen ansteckenden Inhalt, den die Nutzer von sich aus teilen. Nur, wie sieht er aus? Rezepte gebe es viele, garantierte Erfolge nicht, sagt der Experte. Man kann an gewissen Rädchen drehen, um diese Verbreitung zu verstärken oder überhaupt erstmal loszutreten. Aber so eine Formel, deswegen geht's oder deswegen geht's nicht, gibt es nicht. Eine Formel für den Erfolg eines viralen Videos besitzt auch das US-amerikanische Unternehmen Unruly nicht. Aber es behauptet immerhin, den Erfolg einer Videokampagne vor dem Start vorhersagen zu können. Dazu hat es einen Algorithmus namens ShareRank entwickelt. Martin Dreger vom Hamburger Büro von Unruly ist von dem wissenschaftlichen Ansatz überzeugt. Mich haben in meiner Laufbahn sehr viele Kampagnen überrascht, ehrlich gesagt. Seitdem wir aber mit der Methodik arbeiten, die durch ShareRank Analytics unterstützt werden, muss ich gestehen, sind die Überraschungen zurückgegangen. Ich habe das Gefühl, es wird tatsächlich bestimmbar, was ein Inhalt nach hinten raus erreicht. Mit seinen Prognosen liegt Unruly nach eigenen Angaben zu 80% richtig. Zuvor werden Tests durchgeführt. Die Marktforscher wollen wissen, wie die Zuschauer auf das Kundenvideo reagieren. Dabei arbeitet Unruly mit Instrumenten, die Gehirnaktivitäten messen und mit einer Software, die Emotionen aus den Gesichtsbewegungen ablesen kann. Denn mit der Intensität der Gefühle, die ein Video auslöst, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Zuschauer es teilt. So viel Aufwand für das bisschen Werbung? Es muss sich wohl lohnen. Zu den Kunden von Unruly gehören fast nur große Markenkonzerne mit teilweise gigantischen Budgets. Und dann gibt es kleine Agenturen wie Dojo, die einen ganz anderen Ansatz haben. Wir nennen das den kategorischen Imperativ der Werbung. Rede so mit den Leuten, wie du möchtest, dass sie mit dir reden. Und das ist oft bei Werbung nicht der Fall und Leute verstehen das. Und unsere Maxime ist, wenn wir das selber gut finden, dann ist es vielleicht auch gut. Auf jeden Fall ist es dann besser, als wenn wir nur versuchen, Leute zu manipulieren. Und vielleicht hat es deswegen auch den Zuschauern so viel Spaß gemacht. In den sozialen Netzwerken teilen die Menschen heute 10-mal mehr kommerzielle Inhalte als noch vor 6 Jahren. Und trotzdem stellen auf YouTube immer noch Musik- und Katzenvideos jede Werbekampagne mühelos in den Schatten. Gut möglich, dass Mustafas Werbespot mit ein bisschen Marktforschung und mehr Marketingstrategie ein Millionenpublikum erreichen könnte. Aber das wollte keiner. Die Schlangen sind auch so schon lang genug.